Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich die kleine Tina gemacht habe. Das habt ihr euch ja so gewünscht. Ja, fangen wir mal an. Ich habe schon mal was ausgeschnitten, also fürs Unterteil das und das ist für den Kopf. Unterteil sollte immer größer sein wie der Kopf, ist ja normal, ne? So, das hat einen Durchmesser von 14. Und der Kopf von 7,5. So. Das braucht ihr. Dann braucht ihr noch, habe ich noch Reis zum Einfüllen. Dann Wolle für die Haare. Habe ich diesmal jetzt mal blau geholt. Mal gucken, wie das aussieht. Dann Bordüre für den Kragen. Ne? Hier. Dann für die Schleifen, also für die Haarschleifen. Bisschen Schleifenband. Ja, dann halt zum Nähen, Nähnadel, Faden. Ja, und dann für den Kopf noch so Füllwatte. Hatte ich allerdings beim letzten Mal, hatte ich Reis reingemacht. Ja, und dann halt ein paar Sticker für die Augen. Und so ein kleines Blümchen. So. Dann legen wir mal los, ne? Wir fangen mit dem Unterteil an. So mal das. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Einfach so. Normal nähen halt. Und dann tut man es später zusammenziehen. Aber das seht ihr ja gleich. Wem das Video jetzt so lang werden sollte, der kann ja vorspulen. Ich denke mal, das machen die meisten sowieso. Bisschen ziehen. Oh, bin ich schon angekommen. So, tun wir mal ein bisschen Reis mit da rein.
Dann kann auch ein bisschen. So sieht es jetzt aus. Und das tue ich noch ein bisschen zusammennähen, damit das nicht mehr auseinander geht. Man weiß ja nie. Dürfte jetzt reichen. Man könnte die auch größer machen und dann als so Türstopper benutzen, habe ich mir mal so überlegt. So, das Unterteil ist mal fertig. Und jetzt haben wir den Kopf. Und das im gleichen Prinzip. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal gerade. Bis gleich. So, der Kopf ist fertig. Mit Watte gefüllt und zugenäht. So sieht es von hinten aus. Ja, und das kommt jetzt hier oben dran genäht. Und das machen wir dann jetzt mal, ne?
einen Knoten drauf. So, war das. Sieht doch schon mal ganz gut aus, ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Haare. Sorry, so, jetzt nehmen wir uns Wolle. Ja. Das kümmern wir uns jetzt hier um die Schachtel. Die Wolle, die ist ein bisschen dünner wie von der ersten Tina. Müsste eigentlich reichen. Schneiden wir jetzt hier ab. Und dann ziehen wir es von der Schachtel runter. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu lang. So. Und das wird dann jetzt auf die Mitte gelegt. So. Das ist doch ein bisschen zu lang. Ja, und dann tun wir es festnähen.
Immer schön festziehen, ne? Ja. So. Ja, kann man eigentlich kann man so lassen. Und noch einen Knoten drauf. So, dann wandeln wir uns jetzt mal die Schleifen. Na. Schon her. So. Was zu lang ist, abschneiden. Eine Seite hätten wir jetzt mal. Jetzt kommt die andere Seite. Okay. So.
Ja, normalerweise tut man hier unten drunter noch festnähen, dann hält das auch. Aber das könnt ihr auch selber. Ja, die Haare sind ein bisschen lang geworden, aber zum Zeigen reicht das ja eigentlich. So, dann. Immer noch den Kragen. Einen neuen Faden, der ist so kurz. Ja. Schon ein bisschen Pittelarbeit.
Ich glaube, ich schneide die Haare doch noch dran. Ich schneide die Haare noch ein Stückchen ab. So, dann machen wir noch so eine kleine Blume dran in die Haare. Und dann kommen die Augen. So, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Und die kleine Tina auch. Ich finde, die ist auch wieder süß geworden. Ja, könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Video jetzt fandet. Ja, ich würde sagen, könnt mir ja einen Daumen hoch geben. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Bis dahin.